Also allein für die Intro-Sequenz, für die Fahrt zum Menü, bin ich schon sehr gespannt, weil das ist von der Animationsqualität her ungefähr 8-mal besser als alles, was wir die letzten 5 Jahre gesehen haben, circa. Oder zumindest alles, was ich die letzten 5 Jahre gesehen habe, sagen wir es so. Ich bin sehr gespannt. Mir wurde dieses Spiel empfohlen von, ich weiß den Namen gerade gar nicht mehr, sorry. Aber auf jeden Fall mit dem Hinweis, dass es eigentlich mal wieder ein echt gutes Wimmelbildspiel sein soll. Ich bin gespannt. Ich habe es auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, vor. Könnte im Halloween-Sale gewesen sein. Irgendwie so vor einem Monat oder so. Oder war es schon im Summer-Sale? Keine Ahnung. Auf jeden Fall für, keine Ahnung, ich glaube irgendwie knapp 1 Euro gekauft oder so. Es gibt gute Wimmelbildspiele, ja, auf jeden Fall. Wie zum Beispiel, ich vergesse den Titel immer. Das mit den Snoopsies. Warte, ich gucke das nach, auch wenn dann wieder die Musik im Hintergrund ausgeht. Es gibt gute Wimmelbildspiele, definitiv. Und zwar meine ich Nearwood. Nearwood ist definitiv gut. Für ein Wimmelbildspiel halt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen mit der Lautstärke gleich mal gucken. Ich wollte die Musik halt nicht so sehr aufdrehen, weil die Musik zumindest im Menü sehr penetrant ist. Ich weiß nicht, wie das im restlichen Spiel aussieht. Ich hoffe, die Sprachausgabe passt dann irgendwie einigermaßen. Ich glaube, Ambient. Also ich weiß halt nicht, was die Sprachausgabe dann ist. Ich hoffe, die Sprachausgabe ist nicht Musik. Was aber vermutlich der Fall sein wird. Das Spiel ist von 2015 oder 16? 15, glaube ich. Das Studio, das das gemacht hat, hat sonst nur so Match 3, Mahjong, Solitär und irgendwelche Puzzlespiele gemacht, also wo man halt selber auf dem Bildschirm halt tatsächlich puzzeln muss mit Puzzleteilen. Davon auch relativ viel. Also die haben, keine Ahnung, ich glaube dieses Jahr locker 20 Spiele rausgehauen. Ich habe es nicht durchgezählt, aber es war eine Menge auf jeden Fall. Also ich bin mal skeptisch. Es ist tatsächlich das einzige Wimmelbildspiel, das sie gemacht haben bislang, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und müssen gegebenenfalls noch ein bisschen die Soundsettings anpassen. Schauen wir einfach mal. Aber pro Soundsettings anpassen. Ich muss selber noch mal ganz kurz das nachgucken. Das passt alles okay. Dann Player nehmen. Ja, kann ich. Bench. Okay, ich nehme alles zurück, was ich über die Animation gesagt habe. Ah, wobei. I received a letter from an archbishop by the name of Benedict. He asked me to come urgently to St. Peter's Cathedral in the city of Viva, in southern Italy. He claimed he had very important business with me, to do with my grandpa. I must admit, this is all a big surprise to me. All I knew about Grandpa is that he used to work for some religious organization, and several weeks ago, he disappeared. I've always wanted to know him better, to talk to him more, but Grandpa Abraham never told me a thing about his activities. This is mainly why I set off to Viva without delay, and here I am. Wo kommt die doch gleich her? Die sitzt auf der falschen Seite im Auto. Hat aber ein italienisches Kennzeichen? Aber in Italien fahren die doch nicht links. Wait, what? Select level of difficulty. Ich hätte mal gucken können, ob es das Spiel auf Deutsch gibt. Das mache ich gleich nochmal. Wir nehmen auf jeden Fall Experte. Hilfe lädt langsamer auf und interaktive Zonen sind nicht gehighlightet. Alles klar.
Ich gucke gerade noch mal, ob es das Spiel. Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie finde ich das im neuen Steam-Layout mal raus? Okay, ich habe einen Dropdown für Sprache in Steam und die Sprache hat exakt eine Option, nämlich Englisch. Gut, dann belassen wir es mal dabei. Okay, also zusammengefasst, ihr Großvater ist verschwunden und sie hatte einen seltsamen Brief aus Viva, also von hier, erhalten. Und weil er vor wenigen Tagen, Wochen verschwunden ist, ist sie deswegen direkt hierhin gefahren. Vollkommen logisch, sie weiß nicht viel über ihren Großvater, außer dass er irgendwas mit einer religiösen Organisation wohl zu tun hatte. Gucken wir mal. Okay, ich glaube, die Ambient Sounds können auf jeden Fall noch ein bisschen lauter. Die sind nämlich gerade sehr leise. Vogelzwitschern darf ruhig ein bisschen lauter sein. So, dann, ich bin gespannt. Good day. My name is Vanessa. I'm here at the invitation of Archbishop Benedict. Excuse me, Senora. I speak poor English. If you want to come to cathedral, show me invitation, prego. Of course. Hold on a minute. I have another paper with the letter I received. Also dafür, dass er schlecht Englisch spricht, spricht er ganz schön gut Englisch. Okay, wir haben auf jeden Fall irgendeinen Schrieb im Auto. Sie wird doch wohl den Schlüssel zu ihrem eigenen Koffer haben. Unglaublich, so. Wow, ist das ihr Großvater? Sieht aus, als wäre Schlagersänger. Grandpa Abraham and myself. Ich war so jung damals. Okay, das ist die Einladung vom Bischof und wir nehmen die Pinzette mit. Weil, ist wichtig. Können wir hiermit noch was machen? Irgendwie, ich wette, diese Zeichen sind Hinweise. 100 pro. Sonst wären es nicht vier verschiedene, möchte ich für wetten. Haben wir einen. Okay, wir haben keinen Kofferraum. Sie hat auf jeden Fall ein H für historisch an ihrem Kennzeichen. Aber die sitzt. In Italien fährt man rechts, oder? Ja, auf jeden Fall. Ach, keine Ahnung. Achso, so, du möchtest jetzt das Ding haben, alles klar. Grazie, Signora Helsing. They told me you arrived. Helsing? I let you through, but no car. The bar is broken. Why don't you fix it then? I cannot leave my post, Signora. You can see yourself if you want. What? Das ist das Bescheuerste, was ich je gehört habe. Er kann die Schranke nicht reparieren, weil er von seinem Entschuldigung, er verlässt ja seinen Posten nicht, wenn er halt 3 Meter weggeht. Ist ja nicht so, als wäre die Schranke am anderen Ende der Straße. Sondern er muss halt einfach 3 Schritte zur Seite gehen. Und wenn dann ein Auto kommt, kommt es ja sowieso nicht durch, solange er die Schranke nicht repariert hat. Das ist einfach richtig bescheuert. Tut mir leid. Das geht gar nicht. Also, nein. Er ist einfach nur stinkend faul. Das ist die dümmste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Aber hey, wenigstens gibt er uns einen Schraubenzieher. Da steckt ein Zweig drin. Wie kann da ein Zweig drin stecken, wenn das Ding zugeschraubt war? Entschuldigung. Den muss doch da jemand mutwillig reingesteckt haben. Aber wir behalten den Schraubenzieher. Strange. Why the fuss with security? And they require a special pass to get inside. Well, it looks like an ordinary cathedral to me. Don't they have many of them in Italy? Wait, what? Wo kommt der Geister-Eber her? What was that? What's going on with me? First that dream, now this. I've got to calm down. I need to figure out these visions inside the cathedral. Klar. Find einfach raus, was hier nicht stimmt, indem du in die Kathedrale gehst, die aussieht wie das Taj Mahal.
Aber das steht ja, wie wir alle wissen, auch in Italien. Ich muss aber sagen, die Strecke, die sie da gefahren hat, oder die sie da gerade lang gefahren ist, es hat so ein klein bisschen was von so einer typischen Need for Speed Strecke. Also vielleicht von der früheren. Ich habe vielleicht auch noch, also die aktuellen eher nicht so, aber als Need for Speed halt noch Rundkurse war und halt nur so 8 Strecken hatte oder so, die dafür aber halt richtig geil aussahen. Okay, wir können offenbar nach links und nach rechts gehen. Können wir uns die Bank angucken. Das sind Streichhölzer, okay. Heute am Himmel über der St. Peter's Cathedral ein seltsames Phänomen. Also heute gab es am Himmel über der St. Peter's Cathedral ein seltsames Phänomen. Zeugen behaupten, der Himmel wäre plötzlich rot geworden mit einem blitzenden roten Licht. Die Kathedrale hat in grellem Orange geleuchtet, als wäre das ganze Gebilde, als würde das ganze Gebäude brennen. Zeugen berichten weiterhin, dass während des Vorfalls und auch lange danach noch sie den Geruch von Schwefel in der Luft wahrnehmen konnten. Ist das ein Zeichen vom Himmel oder tatsächlich ein seltsames natürliches Phänomen? Oh, die Tauben sind ein bisschen knuffig, ne? Hier das typische Third Wheel. Das hat doch irgendwas in der Hand. Oder ne, in der Hand ist übertrieben. In der. Wie nennt man das? Kralle? Klaue? Fuß? Fuß offenbar. Okay, das ist da auch an der Taube festgebunden. Müssten die Taube nur runterlocken. Werfen einfach den Schraubenschlüssel nach ihr, dann fällt die schon runter. Das passt. Was ist das hier? Das ist so unser Tagebuch, wo wir so Tipps reinschreiben, alles klar. Eine Karte scheint es nicht zu geben. Bislang zumindest. Ist ja auch schon mal viel wert. Hier können wir nur noch mal in die Zeitung gucken. Mein Gott, ist das hässlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das Hörner sein sollen oder Vorrichtungen für Projectile Vomiting, aber okay. Sieht aus, als müsste da ein kreuzförmiger Schlüssel rein, okay. Ist ja Standard bei solchen Statuen, dass da kreuzförmige Schlüssel rein müssen. Dann geht garantiert diese Klappe auf. Okay. Also vom Gesicht her sieht die irgendwie verdammt modern aus für so einen alten Steinbrunnen, aber okay. Meinetwegen. Gehen wir mal nach rechts. Wow, der sieht sympathisch aus mit seinen zwei Dobermännern. Das ist bestimmt nur Alfred, der Butler. Good day, Vanessa. It is a real pleasure to meet you. My name is Mills. Gordon Mills. Creepy. Nice to meet you, sir. With all due respect, I'm unable to devote sufficient time to you at present due to a matter of utmost importance. I shall send someone to help you get settled and show you to your room. In the meantime, please feel free to look around. Ist er jetzt der Bischof oder ist er irgendwer anders? Er ist vor allem so, ja, cool, dass du gekommen bist. Ich habe übrigens keine Zeit für dich. See ya. Ich schick wen anders. Mach's dir so lange gemütlich. Hier hast du einen Stock. So. Er sieht ein bisschen psycho aus. Finse. Okay, auch hier Cross-Shaped Keyhole. Und auch da. Da ist zugeschlossen. Okay, wir haben... Was war das denn gerade? Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Stick am Start jetzt. Damit können wir... Keine Ahnung, können wir die Taube sticken? Nope. I don't think I'll be able to lure the bird by chasing it with a stick. Ich find's gut, dass sie nicht in Standard... Wait. Ah, okay. Ich hätte es ein bisschen cool gefunden, wenn es für jedes Objekt
halt einen eigenen Text gegeben hätte. Also für den Stock oder für den Zweig gibt es auf jeden Fall was extra. Finde ich schon mal gut. Okay, wir brauchen aber tendenziell irgendwie Vogelfutter oder sowas. Was wir hier definitiv nicht herkriegen. Es gibt ein Strategy. Das ist garantiert die komplette Lösung, oder? 100 Pro. Vielleicht können wir an dem Schloss aber schon was mit dem Schraubenzieher machen. Na, okay. So, jetzt muss ich nochmal gucken, war das an dem Brunnen ein Cross-Shaped Key? Looks like a place for a Cross-Shaped Key, okay. Haben wir heute schon... Nein, haben wir heute noch nicht. Okay, ich schätze, ich habe irgendwo was übersehen. Weil mit den drei... Also, oder können wir mit den... Können wir die Zeitung anzünden? Nee. Und ist noch eine Taube, mit der können wir nichts machen. Zurückgehen können wir auch nicht. Liegt hier noch irgendwie was an der Seite rum? Nee. Hier auch nicht. Zu unserem Auto können wir auch nicht mehr. Aus unerfindlichen Gründen. Dann war der Bilderrahmen wahrscheinlich doch kein Rätsel oder kein Hinweis. Ja, okay. Das hatten wir alles. Okay, das ist wirklich einfach nur die Story-Zusammenfassung. Aber hier ist auch sonst halt nichts. Wie locke ich die Taube da weg? Können wir einen Stick nach dem anderen Tauben schmeißen? Nein. Also hier unten scheint ja irgendwas zu fressen zu sein, aber... Liegt hier noch irgendwo was rum? Nee, hier ist auch wirklich nur die Zeitung. Okay. Locke ich diesen Vogel an? Ich dachte, ich könnte vielleicht einfach den Zweig hinhalten und dann ist die Taube total zutraulich und landet da drauf. Ich die Lampe anmachen? Auch nicht. Doch noch hier irgendwas? Hier ist wirklich nur das Teil, okay. Hier noch irgendwo hingehen? Geht's hier noch weiter? Irgendwo noch was auf der... Ey, ich habe
Entschuldigung, wir spielen halt, keine Ahnung, keine halbe Stunde und ich habe, also wir spielen wahrscheinlich gerade mal 10 Minuten, ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, kann doch nicht sein. It's locked, ja. Können wir nicht. Also, kann ich das Inventar irgendwie antackern? Das wäre halt voll gut. Ich will nicht, dass das immer nach unten rutscht. Kann ich das im Menü irgendwie einstellen? Das nervt halt total. Nee. Kann ich leider nicht. Irgendjemand eine Idee? Ich will nicht schon einen Tipp nehmen, eigentlich. Ich kann hier nochmal alles ausprobieren, aber es wird halt trotzdem nicht gehen. Wenn es auf der rechten Seite nicht geht, wird es auf der linken auch nicht gehen. Also wir können diese beiden Teile anklicken und die Tür. Und damit kommen wir halt nicht wirklich weiter, weil wir halt weder den Cross-Shaped Key noch einen normalen Key haben. Und nichts von den drei Teilen einsetzen können. Der Cross-Shaped Key ist prinzipiell dieses Teil. Dazu müssen wir aber den Vogel ranlocken. Wir haben aber nichts, womit wir den Vogel anlocken können. Wir können hier auch nicht weiter zurückgehen nehmen. Hier liegt sonst auch nichts. Also hier ist die Zeitung. Und das war's halt. Sagen Feuer legen. Ja, aber wo und womit? Wir können die Zeitung nicht anzünden. Das habe ich schon probiert. Das geht nicht. Die Bank auch nicht. Also wir können hier komplett mit den Streichhölzern nichts machen. Wir können auch die restlichen Vögel nicht anzünden. Oder das Laub oder sonst irgendwas. Wie ja gleich alle so rabiat seid. Zünd irgendwas an. Die Zeitung, den Vogel. So, nein.